anlässlich der vielen Frauenmorde, die sich in den ersten drei Jännerwochen hier in Österreich abgespielt haben, 5 waren es insgesamt an der Zahl, lädt die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures jetzt alle Frauen- und Gleichbehandlungssprecherinnen und Sprecherinnen aller Fraktionen zu einem gemeinsamen parlamentarischen Diskurs mit Expertinnen und Experten ins Palais Eppstein ein. Ziel dieser Besprechung ist es, die aktuelle Lage und die Herausforderungen und Problemstellungen, die es gilt, im Kampf gegen die Gewalt an Frauen zu lösen, zu besprechen, zu diskutieren und gleichzeitig auch Lösungsvorschläge für dieses Problem und diese Herausforderungen hervorzubringen, damit zukünftig einfach weniger Frauen ermordet werden und auch besser vor Gewalt geschützt werden können. Wie bereits erwähnt, werden mehrere Expertinnen und Experten an der Besprechung teilnehmen, unter anderem Andrea Brehm. Sie ist die Vorsitzende des Zusammenschlusses österreichischer Frauenhäuser, aber auch General Dr. Michael Leposchitz, der Vizepräsident der Landespolizeidirektion Wien ist, wird an den Gesprächen teilnehmen, und Martina Ludwig-Feimann. Sie ist die Vorsitzende des Vereins der Wiener Frauenhäuser. Auch sie wird den Gesprächen beiwohnen. Und bei einem, da sind sich alle Expertinnen und Fraktionsvorsitzenden klar und bewusst, es muss mehr in Prävention investiert werden. Das heißt, bereits im Kindergarten und in der Schule sollen Rollenbilder vermittelt werden, andere Rollenbilder vermittelt werden, aber auch in der Politik, in den Medien und so weiter muss es andere Vorbildfunktionen geben. Damit ist gemeint, dass mehr Frauen in den Führungspositionen besetzt werden sollen, damit das Kinder oder Jugendliche auch schon als Vorbilder sehen und sehen, dass Männer und Frauen in Österreich gleichberechtigt sind. Aber natürlich auch der Täter- und Opferschutz, der darf nicht vernachlässigt werden. Es soll mehr in den Opferschutz investiert werden, aber auch in den Täterschutz, denn Täterschutz bedeutet gleichzeitig auch Opferschutz. Wenn mit den Tätern gut gearbeitet wird, dann können nämlich zukünftige Gewalttaten vermieden werden. Genauer darauf eingegangen wird allerdings noch bei der Pressekonferenz, die nach den Besprechungen stattfindet.